Guten Morgen, meine Kleine. Geht's dir gut? Wollen wir jetzt mal rausgehen? Ja, wir gehen jetzt mal raus, oder? Guck mal, wie schön das Wetter ist. Man sieht halt nichts. Hasse es nicht, dass ich das jetzt tue. Also, ich erkläre euch später, warum ich hier auf einmal wieder zurück bin. Ich verstehe das selber noch nicht. Vielleicht kommt dieses Video auch niemals online. Ich war am Wochenende an der Ostsee und da kam mir so ein Typ entgegen mit einem Hund. Okay, erstmal total normal. Warum erzähle ich euch das jetzt? Er ist nicht gelaufen, sondern gefahren. Und zwar nicht auf einem Fahrrad, sondern auf so einer Art elektrischem Skateboard. Mit aber nicht Rollen, sondern nur einem Reifen. Und es sah sehr cringe aus. Aber auch sehr cool. Und Leute, ich kann seit 3 Tagen an nichts anderes denken, als mir dieses Teil zu kaufen. Und natürlich habe ich schon eine ganze Nacht recherchiert. Ich lag stundenlang wach. Und habe herausgefunden, dass das absolut nicht seinen Preis wert sein kann. Es kostet fast 2000 Euro. Trotzdem denke ich immer noch drüber nach. Und ich will es jetzt haben. Und dann saß ich vor so einem Auto und dachte mir so, ich könnte ja ein Video drüber machen. Okay, ich mache eigentlich keine Videos mehr, aber ich könnte ja. Und dann hätte es quasi so einen übergeordneten Sinn, dass ich mir das Ding kaufe. And this is why we're here. Ich kaufe mir jetzt ein One Wheel. Oh, ich kaufe es mir, ich kaufe es mir, ich kaufe es mir. War das kein Fehler, dass ich mir dieses Ding einfach für 1700 Euro gekauft habe? Nö. Nee? Nö, das kannst du dir ja, glaube ich, leisten. Weißt du was, das fühlt sich auch ausgesprochen gut an. Und ich habe mir auch eine halbe Stunde vorher eine neue Kamera gekauft. Ja, aber hä, also die Kamera, warum das denn? Naja. Hallo, meine neue Kamera kam gerade an und ich bin so aufgeregt, dass ich nicht sprechen kann. Was sagst du dazu, Wolfgang? Sehr, sehr coole Kamera. Sieht auch sehr süß aus. Süß sieht meine Kamera aus. Die sieht süß aus, wie Poppy. Hä, hey, geht das jetzt schon oder nicht? Ich bin gerade verwirrt. Ich bin doch total verwirrt. Aber naja, normalerweise ist das halt so. Und dadurch ergeben sich verschiedene Dinge im Leben. Leute, ich habe gerade meine neue Kamera bekommen, die ich mir ja gestern einfach so, weil ich irre war, gekauft habe. Und sie ist so geil. Wolfgang filmt gerade, aber er könnte auch nicht filmen und trotzdem ist geil. Ich bin ein hervorragender Kameramann. Ja, aber man braucht dich jetzt einfach nicht mehr. Du bist 100% ersetzbar durch die Kamera selbst. Dann schmeißt du sie gleich weg. Ich kann gar nicht aufhören, sie anzuschauen. Sie ist einfach so schön. Sehen meine Haare gut aus? Ja. Warum guckst du eigentlich? Warum? Es gibt hier extra ein umklappbares Display. Das ist dafür da, dass ja, ich sehen mach das. Kann. Ach du Scheiße. Ich schneide so überhaupt nicht mein Gesicht ja, aus. Ja, weil du so nah bist, Dösbaddel. Ah, weil du da den Fokuspunkt falsch gesetzt hast. Jetzt hat sie die ganze Zeit meine Stirn fokussiert. Ich habe gar nichts fokussiert. Oh. Das verfolgt jetzt einfach mich. Also du kannst die Kamera, lass die einfach mal so und ich gehe so um. Ach nee, doch ich glaube, das erkennt mich so von alleine. Ne? Das macht so einen Rahmen um mich drum, siehst du das? Ja. Und ich kann jetzt einfach hier so laufen und der schneidet mich aus. Weißt du wie? Es ist dann einfach so schon geschnitten, weißt du? Als hätte ich das gerade bearbeitet. Das ist total faszinierend. Das ist schon cool. Leute, jetzt habe ich herausgefunden, dass ich einstellen kann, wie schnell das so mir hinterherkommt. Oh mein Gott, jetzt sieht es bestimmt nochmal viel, viel cooler aus. Das verfolgt mich so richtig und ich kann euch jetzt so zeigen und kann quasi das gleiche machen wie eben auch und es hilft mich dabei. Oh mein Gott. Wow, 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 oder? Mhm. Och Mann, ich habe mir gerade extra die Haare gemacht, damit das ordentlich aussieht. Ja, jetzt sehe ich aus wie Schweinekacke. Ja, das lag aber nicht an den Haaren. Och, guck mal.
Ich bin nicht mehr so jung, dass die Haare immer gut Hast aussehen. Hast du mal das Ding da gesehen? Hör bitte auf, bitte mach dich doch nicht aufmerksam auf mein Piercing, okay? Wir wollen einfach ignorieren, dass da schon wieder so ein ekliges Geschwür dran wächst. Ja, dann zeig doch die andere Seite. Oh, nein, das ist nicht meine Schokoladenseite. Außerdem hast du jetzt meine Frisur zerstört und es sieht aus, als hätte ich da keine Haare mehr auf der Seite. Sorry. Ich hasse dich. Warum kannst du nicht einmal lieb im Leben sein? Warum musst du hier nerven, wenn ich auf der Couch bin? Oha, das fühlt sich einfach so toll an. Geh hoch in dein Büro. Jetzt warte doch mal. So, Leute. Jetzt kann ich so richtig durchstarten. Jetzt wird's so richtig geil. Und Weiser weiß ja eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Willst du doch vielleicht irgendwas Schönes erzählen? Ja, Poppy schläft schön hier auf dem Sofa. Das interessiert keinen. Kannst du jetzt mal bitte das ausmachen? Ich hab dir das doch eben schon gesagt. Nein, du nervst mich jetzt hier mit deiner Kamera. Nee, ich muss das jetzt hier alles mal austesten. Das ist so spannend, ich kann gar nicht aufhören. Da warst du im Büro. Oha, man sieht dich fast. Das ist ganz schön kritisch gerade. Und ich schneide es nicht raus. Bitte mach das doch jetzt mal aus. Das ist Copyright Strike hier, urheberrechtlich geschützt. Ja, das sind crazy Videos. Weißt du, was auch crazy ist? Die Kamera. Und dein Pickel auf der Nase. Hör auf jetzt. Leute, falls ihr den Podcast hört, wisst ihr, wie schlimm das... Hast du gerade an deinem Finger geleckt und ihn dann in mein Ohr stecken wollen? Wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr ja, dass ich eine sehr lange Tortur mit diesem dämlichen Piercing habe. Es ist schon das zweite Loch, was da reingestochen wurde. Und das zweite Jahr. Ja. Und nach genau einem Jahr... Hat dir hier eine Kante reingeschnitten? Ja, aber das ist doch eine schöne Kante. Hm. Du darfst doch nicht immer hier ablenken. Ich muss erstmal eine Story zu Ende fassen, dann können wir gerne über meine Haare weiterreden. Aber Leute, jetzt ist hier wieder so ein ekliges Geschwür entstanden und ich habe mir jetzt vorgenommen, 2 Wochen bleibt das jetzt noch drin. Wenn es dann immer noch eklig aussieht, dann breche ich ab. Dann nehme ich alles raus und dann ist mir alles scheißegal. Und dann kann ich wieder von Poppy mir feinstens über meinen Nasenflügel lecken lassen, ohne dass ich durchdrehen muss, weil ich dann alles so schnell wie möglich desinfizieren muss. Das kotzt mich nämlich an. Die Kamera ist so toll. Deine Finger sehen richtig eklig aus. Ja, weil ich dir in den Haaren rumgewühlt habe, deswegen sind die voll mit Dreck. Du bist so asozial. Natürlich klappt das jetzt nicht, blöde Kacke. Es ist 8.30 Uhr. Normalerweise würde ich jetzt erst aufstehen. Ich bin aber schon seit 1,5 Stunden wach, denn heute waren wieder so komische Bauarbeiter da, die dieses Loch in unserer Wand jetzt irgendwie verputzt haben. Und dann müssen die nächste Woche nochmal ein drittes Mal kommen, um es dann zu streichen, wo ich mir denke, wie nervig seid ihr denn? Macht doch bitte einfach alles gleich und föhnt es einfach schnell trocken oder so. Aber ich glaube, das liegt daran, dass ich halt einfach absolut keinen Plan von so handwerklichen Scheiß habe, dass ich mir denke, hey, das muss doch auch einfacher gehen. Jetzt muss ich auf jeden Fall ganz dringend losfahren, zu unserer Hundesitterin und Poppy abgeben. Ich weiß, klingt ganz tragisch, aber wir holen sie nachher wieder ab, keine Sorge. Denn ich muss mich jetzt mit Miri, mit meiner Fitnesstrainerin, treffen. Mit der mache ich nämlich heute ein Workout. Und Leute, ich sag euch, ich habe gar keinen Bock da drauf. Aber wenigstens sehen meine Haare heute cool aus, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen fängt der Tag gut an. Und wenn der Tag gut anfängt, bedeutet das, dass er auch gut weitergeht, oder? Sagt man das nicht so? Ob ich noch mehr Haarspray brauche? Ich glaube ja. Leute, ich bin im Fitnessstudio und hier ist der Übeltäter. Das ist der Fiesling, der sich Miri nennt und mich trainiert. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Absolut gar nicht. Außer, dass du krass bist. Oha, jetzt mir hier wieder Honig ums Maul schmieren, ne? Schau dir mal deine Beine und deine Arme an. Hä, die sehen aus wie immer, Miri. Gar kein Fall. Joey sieht sich immer 500% schlechter, als er eigentlich ausschaut. Joey macht jetzt Deadlifts. Er macht auf Deutsch gesagt Kreuzheben. Und ich bin sehr stolz auf ihn, was er macht. Und es ist noch viel zu wenig Gewicht für ihn. Guck leicht nach unten, ja? Ja? Spannung und aufstehen. Genau. 2. Du machst es jetzt schon wieder anders als vorhin. Hey, aber jetzt? Stopp. Hast du neu gemacht? Nee.
geht doch irgendwas kaputt dabei. Mach das nicht zu Hause. Danke, dass du auch da bist. Ans Fallen lassen muss man sich gewöhnen, ne? Ja, ne? Das fühlt sich ganz komisch an. So, Miri schreibt jetzt auf, was unser Workout ist. Ich finde es ja schön, dass du hier auch so chinesische Zeichen benutzt. Was bedeutet das jetzt genau? Das heißt, dann wieder rudern. Into 8 rounds. Ja, aber das heißt, into ist das? Also, sorry. Ich bin jetzt nicht. Die Alte hat sie nicht mehr alle. Seht ihr, wie die auch noch grinst? Die freut sich auch noch dabei. Leute, ihr glaubt nicht, was ich gerade herausgefunden habe. Ich freue mich so doll. Ich habe ja vorgestern dieses dumme One-Wheel bestellt, ne? Und ich freue mich so krank drauf. Ihr könnt nicht glauben, wie viele dämliche Videos und Reviews und lauter so ein Scheiß ich mir angeguckt habe in den letzten Tagen. Und es ist da, obwohl es erst morgen kommen sollte. Oh mein Gott, das heißt, ich kann nachher mein One-Wheel ausprobieren und nachher kommt Julia. Sie kann mit ausprobieren. Das wird richtig geil. Ich freue mich so doll. Ich komme erst um 15 Uhr zu Hause an. Julia ist aber schon für 14.45 Uhr bestellt. Die kann jetzt schön eine Viertelstunde warten und in ihrem Auto chillen, weil ich sag mal so, sie hat keinen Schlüssel zu meinem Haus. Wäre auch ein bisschen weird. Aber, oh mein Gott, danach können wir das One Wheel testen. Gerade gesagt, die sehen furchtbar aus. Ich habe gerade Julia begrüßt mit, du siehst furchtbar aus. Aber ganz ehrlich, guck mal, dieses komische Pädophilen-Jäckchen hier geht schon mal gar nicht. Ich bin gerade so angekommen. Dann diese Hose von mir aus, ist so ein neuer Trend, was auch immer. Aber diese Schuhe, Julia, was hast du dir denn dabei gedacht? Das geht die doch nicht. Die sind voll trendy. Die sind so, also wirklich, also erstens die sind so hässlich. Zweitens, würdest du diese Schuhe bei einer Beerdigung anziehen? Willst du mich verarschen? Ja, weil wäre halt schon so eine Assi-Beerdigung gewesen. Beerdigung eines Asozialen. Weißt du was, ich gehe wieder nach Hause. Warum hast du eigentlich so Locken? Weil ich mich schick machen wollte für dich. Ich wollte gerade noch fragen, findest du das eigentlich schön? So, was ist halt jetzt hier für eine Kacke? Ja, ich habe es auch denen noch nicht erklärt. Ja, aber die können sich halt denken. Aber noch oder nicht? Leute, das hier ist das One Wheel. Julia, ich hab dumme Scheiße gemacht. Nein! Was? Ich hab richtig dumme Scheiße gemacht. Ich hab mir für extrem viel Geld so ein elektrisches Skateboard gekauft, was auf einem Reifen fährt. Und es ist der krasseste Shit ever, Julia. Entschuldigung, du musst dir alle Beine brechen. Julia, es hat 2000 Euro gekostet. Was? Wir müssen das jetzt aber schnell auspacken. Du wirst es niemals schaffen, dann bist du fahr. Also nein. Natürlich, das ist voll einfach. Hast du es schon mal ausprobiert? Nee. Scheiße! Das sieht fancy aus. Ja, ne, sieht voll schön aus. 2000 Euro ist schon echt viel. 1750. Ist trotzdem viel. Ja, schon. Blau? Es gibt's nur ein Blau. Ich hätte es auch lieber ein Schwarz gehabt. Oh, Blau ist aber kein schönes Blau. Oh, Julia! Ja, das ist mega schwer. Ja, für 1750 Euro ist es bitte schwer. Oh mein Gott, ich hab's mir halt viel größer vorgestellt. Sieht halt wirklich nicht nach 1700 Euro aus. Es riecht auch nicht wie 1700 Euro, ne? Fickst du auf die Fresse. Versprichst du mir, dass wir das heute austesten? Oh, ne! Ja, oh, ne! Bitte! Du hast die perfekten Schuhe dafür an. Die sind auch super schön. Halt die Fresse! Also guck mal, wenn du jetzt jemanden mit so einem Ding hier durch deine Hut fahren sehen würdest, würdest du dir denken, ach du Scheiße, oder würdest... Ja, schon, ne? Ja! Nein, das wird voll geil. Du fährst hier so mit diesem Teilchen ab und ab. Ey, das ist meine Traumvorstellung, Julia. So ein 1,90 Typ. Guck mal, du kannst es sogar so stylisch tragen. Boah, ist das schwer, Alter. Ja. Trag ich doch nicht durch die Innenstadt. Ja, warum hältst du die überhaupt? Du bist viel kleiner. Weiß ich auch nicht. Mein Arm ist auch voll kurz und das ist mir auch zu schwer. Oh. So, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier. Oh. Was ist passiert? Nichts, ich bin nur ein bisschen besoffen. Oh, sehr gut, dass du einen Helm aufsetzt. Ja, so, ich habe jetzt so einen schwulen Helm hier, aber der ist... Schwulen Helm, hast du gerade gesagt? Ja, richtig schwul, oder? War das jetzt eine Beleidigung oder was? Hast aber du gerade die Homosexuellen beleidigt? Ja, ich bin homosexuell, deswegen kann ich das sagen. Ich könnte auch Schwulhelm, nee, sowas sagen. Nee. Okay, es leuchtet, das bedeutet, wir können. Sicher, dass das bedeutet? Hast du dir die Bedienungsanleitung eigentlich angeguckt? Die war auf Englisch und ich dachte mir, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Boah. Also weißt du nicht, was dieses weiße Leuchten heißt? Doch, das heißt, dass die Batterie zu ungefähr 60-70% voll ist. 70? Das 60. ist einfach halb. 65. Eigentlich aber keine muss ich Scheiße. Jetzt nur hier so draufstellen. Warte, ich bin noch viel zu nah. Man sieht dich gar nicht ganz. Oh, nee, ich will damit nicht fahren. Ich hab Angst. Du musst bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise da draufsteigen. Nein, ich muss mich einfach nach vorne lehnen.
Und jetzt fährt es? Oh mein Gott, siehst du mich? Ja. Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich muss anhalten, aber wie halte ich an? Also Julia, ich bin mal ganz ehrlich mit dir. Ich weiß nicht, ob es 1700. Ich wollte es gerade fragen. Ey, sorry Joey, aber du siehst aus wie so ein Opa auf dem Segway. Okay, jetzt bist du dran. Oh nee. Hey Joey, gib mir deinen Helm. Nein, du kannst ohne Helm. Ja, fahr! Nach vorne lehnen, nicht nach hinten! Vorne! Ich muss erstmal klarkommen hier. Verstehst du jetzt den Spaß? Nee. Verstehst du jetzt die 1750 Euro? Oh nein, da ist ein kleiner Hund, den kümmere ich gleich. Warte! Wow, siehst du cool aus, Julia. Ja, wäre ich hetero, ich würde dich sofort daten wollen. Boah, ja. Jetzt muss ich aber schon ganz schön Gas geben hier. Fuck yeah! Siehst du, es ist nämlich cool, ne? Du kannst sogar drehen. Wow! Oha! Scheiße, Julia. Naja, es braucht halt Übung. Das hast du doch auch gesagt. Ich habe mir das aber anders vorgestellt. Ja, du hast dir so vorgestellt, dass du direkt der Profi hier bist, oder was? Ja, und das Schlimme ist, in jedem meiner Videos sage ich, ich habe mir das anders vorgestellt. Es geht wieder los. Durch mein Leben. Ja. Du kannst hinter mir herjoggen, ich fahre nach Hause. Ja, klar, als ob ich joggen muss. Ich kann gemütlich gehen bei der Geschwindigkeit. Okay, Leute, es ist ein paar Tage später und ich kann es nicht auf mir sitzen lassen, wie scheiße ich auf diesem Teil gefahren bin. Ihr seht schon, ich fahre und es hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn ich will euch zeigen, wie unglaublich geil dieses Teil ist. Deswegen habe ich mir Wolfgang geschnappt und der filmt euch jetzt, wie ich mit dem Ding abgehe wie Schmitz Katze. Ja, wie das nicht cool aus, wie geil ich lenke. Ich werde hier von Mücken angegriffen. Ich kann es aber viel besser, aber leider kann ich euch das ja nicht zeigen. Ja, sag doch mal was. Was soll ich denn jetzt sagen? Na, ich hab mir weh getan. Ist so nervig. Aber es sieht auch ein bisschen cool aus. Nein, oder? Gar nicht cool. Nee, es ist wirklich nicht cool, Leute. Und außerdem habe ich nicht mal einen Helm getragen. Sowas geht gar nicht. Also, und du warst nicht schnell. Ich war auch kein gutes Vorbild. Ich war nicht mal schnell. Es sah nicht mal cool aus, wie ich mir weh getan habe. Ist nicht lustig. Leute, macht's nicht nach. Ich ärgere mich gerade sehr, weil ich kann jetzt erstmal schön 3-4 Tage nicht zum Sport gehen mit dem Scheiß hier. So, meine kleinen Pupshasen, ich glaube, es wird nochmal Zeit, ein bisschen was zu erklären, bevor dieses Video genauso random endet, wie es angefangen hat. Es ist 1,5 Jahre her, seitdem ich mein Video namens Ende hochgeladen habe, wo ich quasi bekannt gegeben habe, dass jetzt auf diesem Kanal erstmal keine Videos mehr kommen werden, weil gar nichts mehr bei mir ging. Und es ist viel passiert seit dieser Zeit und ich will jetzt gar nicht irgendwie so ein overdramatic Statement-Video hier machen, aber ich fühle mich langsam wieder so, als bräuchte ich das wieder, im Sinne von... Es hat mir schon immer Spaß gemacht, Videos zu produzieren und ich habe es halt einfach so ein bisschen vermisst. Die Videos, die ich bis Ende 2021 gemacht habe, werden genau so, wie sie da waren, höchstwahrscheinlich nicht zurückkommen, einfach weil ich mich weiterentwickelt habe, weil ich ein anderer Mensch bin. Leute, ich bin 28. Die Dinge funktionieren ein bisschen anders jetzt bei mir. Ich habe viel über mich herausgefunden in den letzten 1,5 Jahren. Ich hatte natürlich einen Haufen Angst, dass ich Videos produzieren könnte, die mir zwar gefallen, aber euch nicht mehr. Und genau aus dem Grund habe ich wahrscheinlich... ja, mir gar nicht die Möglichkeit gegeben, mich weiterzuentwickeln, neuen Content auszuprobieren. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach Zeit dafür. Ich möchte wieder das machen, was mir Spaß macht. Und ja, wenn ich eins gelernt habe in diesen 1,5 Jahren, seitdem ich kein YouTube mehr gemacht habe, dann, dass das irgendwie schon so ziemlich der coolste Job für mich ist und es keinen cooleren Job gibt. Also warum sollte ich damit aufhören? Ich möchte mich einfach wieder neu hier ausprobieren. Ich möchte... euch zeigen, wie ich jetzt so drauf bin und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dabei seid. Aber wenn ihr darauf keinen Bock habt, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Ich kann euch gar nicht sagen, inwiefern ich jetzt hier wieder zurück sein werde. Ich möchte auf keinen Fall sagen, es kommt jetzt wieder jede Woche um genau diese Uhrzeit ein Video. Diesen Stress möchte ich mir auf gar keinen Fall machen. Ich möchte Videos machen, wann ich es für richtig halte. Und wenn ich es gerade mal nicht für richtig halte, dann kommt eben keins. Diese Freiheit möchte ich mir nicht mehr nehmen. Ich wollte mich nochmal bedanken für die ganzen Jahre, die ihr mich unterstützt. Ich merke immer noch, wenn ich mir angucke, wie viele Leute diesen Kanal schauen, obwohl seit 1,5 Jahren quasi kein richtiges Video mehr gekommen ist. Wie viele von euch immer noch quasi hinter mir stehen, meinen Content anschauen, mich auch auf Instagram verfolgen und so weiter. Ich bin super, super dankbar dafür. Und ich fange jetzt langsam an, nur noch Scheiße zu reden. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was wichtig ist. Ja, irgendwie bin ich jetzt wieder zurück. Erwartet nicht zu viel von mir. Vielleicht kommt jetzt auch mal wieder ein Monat nichts. Wer weiß, ne? Aber ich habe wieder Bock.
Mehr sage ich jetzt nicht. Bis dann.